Hallo erstmal, und zwar sind wir Team Green Acting. Ich bin die Dilay, das ist die Daria, das ist die Jane, das ist die Thea, das ist die Theresa und das ist die Maya. Bevor wir anfangen, wollten wir kurz einen Applaus und einen Dank für unsere Mentoren Matze, Markus und für die Johanna haben. Was haben wir uns überlegt? Wir haben gedacht, okay, wir machen eine App zum Thema Klima und Nachhaltigkeit. Das ist unser Logo. Wir haben gedacht, okay, es hat irgendwas zu tun mit Umwelt. Was können wir machen? Das haben wir ein Logo, das kann man sich auch gut in Erinnerung haben. Schaut ganz gut aus, das haben wir selber entwickelt. Okay, kommen wir kurz zur Gliederung, damit ihr kurz so einen roten Faden habt. Okay, was passiert, was erzählen wir euch eigentlich hier vorne? Und zwar einmal werden wir euch die Probleme und die Fragestellung heißt, warum brauche ich diese App eigentlich? Wieso habe ich diese App auf meinem Handy? Dann das Endprodukt, was hat diese App jetzt eigentlich alle für Funktionen? Das werden wir euch alle kurz erklären. Jetzt geht's weiter, die Maya erklärt euch die Probleme und die Fragestellungen. Wir haben diese App erstellt, weil viele Leute nicht wissen über die Umwelt oder wie sie nachhaltig leben sollen. Und weil viele keine Ahnung haben, wann oder wo in Aktionen öffentlich stattfinden. Okay, genau deshalb, weil man nicht weiß, okay, öffentlich, ich möchte irgendwas tun für die Umwelt, ich möchte irgendwas machen, ich weiß es aber nicht. Dafür ist diese App da, eine Unterfunktion sind und zwar diese Veranstaltungen zum Thema Klima und Nachhaltigkeit. Heißt zum Beispiel, es gibt Cleaning Days, da geht man an Strände, an Wiesen, an Plätze, wo viele Menschen sind und da kann man Plastik zum Beispiel aufsammeln, aber ich, zum Beispiel bei mir ist es immer so, ich weiß jetzt nicht, wo kann ich da hingehen, wo findet das statt und durch diese App kann man herausfinden, okay, wer sind die Organisatoren, wer sind die Ansprechpartner und was kann ich da machen. Weiter zum Beispiel Demonstrationen, viele mögen auch Demonstrationen für das Thema Klima und Nachhaltigkeit, kann man auch herausfinden, Zeit, wo es ist, also Standort und auch die Ansprechpartner. Weiter gibt es zum Beispiel Teamveranstaltungen, wo man sich im Team hinsetzt und sagt, okay, was für neue Ideen hat man, was kann man machen. Auch durch diese App kann man auch diese Veranstaltungen für diese Bereiche herausfinden. Dann zum Beispiel Kundgaben und ebenfalls noch Veranstaltungen zum Beispiel an Schulen oder an Arbeitsplätzen. Wenn du sagst, okay, in meiner Klasse sind viel zu viele Schüler, die sagen, okay, ich kenne mich gar nicht mit diesem Thema aus und die interessieren sich auch nicht sehr viel dafür, kannst du einfach dort über die App mit denen kommunizieren und sagen, ja, könntest du vielleicht mal in meine Schule kommen und ein bisschen was erklären. Das waren so unsere Grundgedanken, die wir haben. Und jetzt gebe ich das Wort weiter an die Daria. Danke, also weiterhin werde ich euch von Tipps und Tricks für Nachhaltigkeit im Alltag erzählen, was auch eine Unterfunktion unserer App ist. Also ihr bekommt von uns Daily Reminders, die als Beiträge sind, dass man ein sparsames Leben, ein nachhaltigerer Haushalt, nachhaltigere Schul- und Arbeitsweg führen kann. Und die kommen als Erinnerungen, damit man nicht vergisst, dass man auch Nachhaltigkeit schätzen kann. Weiterhin wird Thea euch ein paar Beispiele dafür erzählen. Zum Beispiel verwende natürliche Reinigungsmittel, nutze nützliche Belichtung in deinem Zuhause und vermeide den Druck unnötiger Belegen. Eine weitere Funktion unserer Webseite ist, dass man mit Gleichgesinnten interagieren kann. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Chats oder die Kommentarfunktion. Und man kann auch selber Veranstalter werden. Es gibt verschiedene Filterfunktionen in unserer App, zum Beispiel Alter, Interessen, Zeitraum, Ort. Und für manche Veranstaltungen sind auch Anmeldungen nötig. Jetzt zeigen wir euch das Endprodukt. Wir öffnen kurz die App, ganz kurz. Also, ja, hier. Ja, dafür ist es ein Hackathon, dafür ist es live. Es gibt immer technische Probleme überall. Es wär verkehrt, wenn es nicht so wäre. Ja.
Aber die Vorfreude steigt auf jeden Fall schon mal. Wir sind sofort gleich. Okay, jetzt klappt's. Also hier haben wir unsere Startseite, so About Us sozusagen. Da wird erklärt, wer wir sind, was wir machen und für welchen Zweck unsere App da ist. Weiterhin gibt es auch die Events, die als Cleaning Days sind und Demonstrationen, aber auch Gruppentreffen, damit man sich so zusammenspricht, wie gesagt. Dann haben wir ein paar Tipps und Tricks, die als Erinnerungen sind, aber die habt ihr auch gehört und die wurden vorgeschlagen in der Präsentation. Weiterhin gibt es die Cleaning Days, die jetzt wirklich stimmen, also die gibt es wirklich. Und jeder kann sich das anschauen und falls man sich anmelden will, weil da mithelfen möchte, dann landet man auf die Seite für Anmeldung. Da wählt man sich so die beliebte Option aus, zum Beispiel München an der Isar und dann gibt man der Vorname, dann Nachname und wie bei jeder Formular so Geburtsdatum, E-Mail und auch Mobilnummer. Ja. Ich glaube, das ist normal. Und wenn man fertig ist, dann drückt man auf den Knopf und danke für die Anmeldung. Yay! Das war unser Prototyp. Danke fürs Zuhören. Und Applaus. Green Acting, vielen Dank. Nehmt mit, was ihr aufgebaut habt. Kommt noch kurz zu mir. Richtig, richtig gute Idee. Hier kommt, stellt euch ein bisschen in die Reihe zu mir, damit die Nächsten hier schon heimlich aufbauen können. Ich finde die Idee super, weil ich selber oft bei Nachhaltigkeit gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Lernt man nicht in der Schule so richtig und irgendwie sonst auch nicht. Ging es euch auch so? Habt ihr deswegen die Idee so umgesetzt? Ja, davor wusste ich selber nicht so viel und seitdem weiß ich jetzt viel mehr über Nachhaltigkeit selber. Wie habt ihr denn diese ganzen Ideen gesammelt? Also ihr habt ja verschiedene Features, ihr habt Veranstaltungen, ihr habt die Tipps, wie habt ihr euch da in der Gruppe drauf geeinigt? Okay, wir haben einfach mal ein Brainstorming gemacht, wo wir alle gemeinsam miteinander geredet haben und haben gesagt, okay, jeder, der einfach Ideen hat, haut jetzt raus. Und dann haben wir ganz viele Ideen gehabt, haben ein paar rausgestrichen, wo wir sagen, okay, die könnten wir nicht so gut in die App einbauen und am Ende kam das Produkt raus. Kanntet ihr euch alle schon vorher oder habt ihr euch hier kennengelernt? Nein, außer die zwei, glaube ich. Also wir kannten uns... Oh, aber so, also nicht, wir kannten uns nicht alle zusammen. Aber, also habt ihr ganz viele neue Ideen gemeinsam gesammelt? Auf jeden Fall. Das ist der Zweck von Jugendhackt. Vielen Dank euch. Danke für die Präsentation. Euer Applaus.